Ja, guten Abend. Ich darf Sie zum zweiten Teil begrüßen, zu einer weiteren Diskussionsrunde. Mein Name ist Johannes Voswinkel, ich bin der Leiter des Moskauer Büros der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir wollen uns beschäftigen mit dem Thema neue digitale Medien und zivilgesellschaftliche Solidarität in Russland. Kommt ein bisschen, wie soll ich sagen, gestellt daher. Ich glaube, es wird sehr anschaulich werden im Gespräch auch. Ich bin ganz gespannt darauf. Denn ich habe mich, deswegen habe ich auch so viel Zettel hier, ich habe mich eingelesen in die verschiedenen Projekte, die wir hier teilweise auch besprechen und vorstellen werden. Und das war ausgesprochen spannend und vielfältig. Es ist nämlich so, dass, obwohl wir ein düsteres Bild in mancher Hinsicht zumindest in der ersten Runde gehört haben, dass gleichzeitig sozusagen die Wüste lebt und zwar richtig bunt und vielfältig. Es ist unglaublich, selbst wenn man in Moskau lebt, immer wieder festzustellen, wie fantasievoll, wie geschickt, wie innovativ in den kleinen Nischen, die noch sind, Projekte sich ansiedeln und dann auch ganz tolle Arbeit machen. Da werden wir auch sicherlich vieles jetzt drüber hören. Wir wollen nämlich reden über innovative Projekte und, ich sage es nochmal in Anführungsstrichen, neuen Journalismus, insbesondere im Internet. Die existieren trotz aller Grenzen und Bedrängung, über die wir ja schon gesprochen haben. Wir können das gerne, wenn es geht, journalistisch so machen, dass es kurz, dass die Antworten nicht zu lang sind und knackig. Wir werden natürlich auch die Möglichkeit haben im zweiten Teil, dass Sie Fragen stellen werden. Ich stelle ganz kurz unsere Gäste vor und dann gehen wir gleich in Medias Res. Ich freue mich sehr, begrüßen zu dürfen Anastasia Lotareva. Sie ist Historikerin, Spezialgebiet sowjetische Geschichte, wenn ich das richtig herausgefunden habe. Journalistin hat unter anderem, und das ist interessant für diejenigen insbesondere, die die russischen Medien, die russische Medienszene kennen, sie hat vorher unter anderem für News.com gearbeitet oder für RBK und ist seit Mai 2018, also seit etwas weniger als einem Jahr, Chefredakteurin eines Webportals, das Takir Dila heißt, solche Dinge vielleicht zu übersetzen, das Webportal einer wohltätigen Stiftung, die anderen wohltätigen Stiftungen hilft. Hört sich erstmal sehr, sehr ungewöhnlich an. Wir werden da noch drauf eingehen. Ich begrüße zu meiner Rechten oder von Ihnen aus gesehen links Jegor Mastavchikov, Journalist, auch mit einer illustren Laufbahn. Auch da will ich ganz kurz nennen Namen wie Novaya Gazeta, Kommersant, Forbes oder Esquire. Er hat vor, ich glaube, mehr als 4 Jahren ist es mittlerweile gemeinsam mit anderen, ein Webportal gegründet als Samizdat-Gründung, also selbst herausgegeben, was insbesondere unterstreichen soll, dass alles selbst gemacht, selbst finanziert ist. Batjenka Davy Transforma. Und ich würde mich gar nicht dahin begeben, zu versuchen, das ins Deutsche zu übersetzen. Ich bin gespannt, wie das unsere Dolmetscher hinbekommen. Es heißt mal einfach so. Wir werden auch über dieses Projekt und viele andere sprechen. Und als drittes begrüße ich ganz rechts von mir Alexei Schliapuschnikow. Er kommt aus Wladimir, nicht aus Moskau, damit wir auch einen anderen Blick auf Russland bekommen als immer nur den Moskauer Blick. Und Wladimir, eine größere regionale Metropole, oh, jetzt weiß ich gar nicht, ich glaube so 180, 200 Kilometer im Osten von Moskau. Er ist Journalist, Medienmanager eigentlich mehr jetzt, ist auch ein Computersicherheitsspezialist und hat verschiedene Projekte, von denen er uns auch berichten will. Ja, Anastasia. Es gibt eben dieses Webportal Takir Dila und ich habe gefunden, dass Sie selbst mal gesagt haben, das ist kein normales Medium, sondern das ist ein, ich zitiere mal, Medium mit Besonderheiten. Ein Medium, das schreiben will über alle die, über die sonst nicht geschrieben würde. Und das Ganze steht unter einem, wie ich finde, sehr beeindruckenden Slogan. Jetzt bin ich mal gespannt, mehr darüber zu erfahren, nämlich dem Slogan, wir bringen den Menschen in den Journalismus zurück. Wie machen Sie das? Mitunter Schwierigkeiten machen wir das. Und das Portal Takir Dila ist einfach zu übersetzen. Das ist aus Kurt Vonnegut, aus dem Schlachthof Nummer 5. Als wir losgelegt haben, diese wohltätige Stiftung, und das ist wirklich eine untypische Sache, die Stiftung
Stiftung der Stiftungen. Also wir helfen nicht konkreten Menschen, sondern anderen Stiftungen, systemische Programme umzusetzen. Also die primäre Aufgabe bestand darin, Geld für andere Stiftungen zu sammeln, also auch Fundraising Raising zu machen. Und uns wurde eigentlich sofort klar, dass das nicht die wichtigste Aufgabe ist, die ist schwer umzusetzen. Man muss irgendwelche Mediaaufgaben in Angriff nehmen, um das zu machen und den Menschen in Journalismus zurückzubringen. Unsere Devise, wir gingen davon aus, dass über Politik viele schreiben, aber gut, als wir geschaffen wurden, nicht mehr ganz so viele. Oder ist es kompliziert, über Politik zu schreiben und Showbusiness und andere populäre Themen, das ist etwas einfacher. Wir gehen davon aus, dass das Wichtigste im Journalismus der Mensch ist, der ganz normale Mensch, dessen Leben, Träume, Bedürfnisse und Probleme im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen müssen. Und das hat natürlich unseren Themenkreis sofort erweitert, weil über jedes Problem, egal ob Politik oder Wirtschaft, kann man über die Geschichte eines konkreten Menschen berichten. Und ein Drittel unseres Contents, das sind Fundraising-Texte, also das, was wir schreiben, um anderen Stiftungen zu helfen. Und zwei Drittel berichten davon, was in Russland geschieht. Und da das Land nun mal groß ist und viele Menschen wohnen, verschiedene Menschen, so ist es natürlich ein unerschöpflicher Themenschatz, den wir nach der Maßgabe unserer Möglichkeiten, und diese Möglichkeiten sind weder besonders groß noch besonders klein. Wir sind kein großes Medium, wir haben 20 Leute, die bei uns ständig arbeiten. Und viele nebenbei. Und wir berichten darüber und versuchen eben den Menschen in den Journalismus zurückzubringen. Eine Journalistin, sind Sie Aktivistin, gesellschaftliche und Journalistin? Ist das eine neue Form der Aktivität, die sich eben auch journalistisch ausdrückt? Wenn mein Verleger Mitya Lischkowski wäre, würde ich sagen, ja, wir sind Aktivisten, aber da ich die Redaktionspolitik bestimme, sage ich, wir sind Journalisten. Ich bin absolut davon überzeugt, dass es im Journalismus genügend Instrumente gibt, um ohne Aktivismus Probleme zu lösen, die Aktivisten lösen. Nein, wir sind keine Aktivisten, wir sind Journalisten. Wir erzählen über Aktivisten. Wir helfen Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Projekte, die unserem Wertesystem entsprechen. Aber ich würde sagen, wichtig ist auch, dass es hier wirklich der Journalismus die Grundlage bildet. Zumindest versuchen wir das zu machen. Letzte Frage dazu noch. Sie haben selbst schon gesagt, Sie sammeln eben auch Geld, beziehungsweise es ist ein Fundraising-Projekt, zumindest in einem Drittel der Fälle. Das heißt, wie das im Russischen auch so schön heißt, unten am Text kommt dann der, wie ich mal gelesen habe, Spoiler, der sozusagen die Laune verdirbt, nämlich die Aufforderung dafür auch, beziehungsweise der entsprechenden Stiftung, der Stiftungsarbeit, Geld zu stiften. Ist das eigentlich ein Problem, was die journalistische Glaubwürdigkeit dann betrifft? Denn dann hat man ja doch den Eindruck, dass der Autor engagiert ist. Texte. Die Fundraising-Texte, da steht immer drin, um welche Stiftung es geht, um welchen Zweck. Das ist wichtig für die Leser und alle Fragen müssen geklärt werden. Es ist klar, das ist ein Text, der geschrieben wurde, damit Sie Geld spenden. Man hatte ja im ersten Teil der Diskussion über Fundraising für verlegerische Aktivitäten gesprochen. Und wir haben ja
In jedem Redaktionstext also auch die Bitte für uns zu spenden, damit wir arbeiten können. Und wir können gut für andere Geld einwerben, für uns selber klappt das noch nicht so richtig. Und ich glaube, es sollte auch nicht der wichtigste Weg sein. Die Menschen sind bereit zu helfen, wenn es um Projekte geht, wo Menschen geheilt werden müssen oder systemische Probleme. Also wir sammeln nicht nur für medizinische Behandlung Geld, sondern es geht um Aktivisten für Schulen, für Bürgerrechtler, solche Projekte. Die Menschen sind bereit zu spenden, aber für das Verlegen eines Mediums, da sind die nicht bereit, Geld zu spenden. Und die Nova Gazeta oder Times, die mussten ja hohes Strafgeld zahlen, die haben da sammeln können. Aber das ist keine systemische Grundlage für die Arbeit. Und es gibt noch ein Medium, das uns vergleichbar ist, befindet sich im selben Cluster. Wir würden von den Lesern auch Geld einwerben, 1 Million Rubel, das ist nicht viel Geld, und sie haben trotzdem lange gebraucht, um es zusammenzubekommen. Es ist schwer, den Leuten klarzumachen, dass sie dafür zahlen sollen, um irgendeine Art von Presse zu haben. Und ich glaube auch nicht, dass das ein richtiger Weg ist, als solche, ganz allgemein gesprochen. Die Menschen sind nicht bereit dazu. Die Zeitschrift, die verurteilt worden ist, zu einer hohen Strafe, zu einer sehr hohen Strafe, bei der von vornherein klar war, dass es die Strafe eigentlich sein sollte, mit der dieses Medium bankrott, also kaputt gemacht werden sollte. Der Fall der New Times hat einigen trotz allem Hoffnung gemacht. Die haben nämlich innerhalb einer ganz kurzen Frist diese sehr hohe Strafe zusammengesammelt. Aber es muss nicht unbedingt so sein, dass das nun ein Anzeichen ist für einen gänzlichen Wandel des Bewusstseins der Menschen. Das sagt auch nicht über das Systemische aus. Mit Abonnenten, Lesern, das ist nicht einfach. Und was New Times anbetrifft, das war eine Strafe, eine Ausnahmesituation, eine politisch motivierte Entscheidung. Und da sind die Menschen bereit zu helfen. Aber dann für etwas ganz Normales tun, damit ein Journalist Geld hat, um eine Dienstreise zu machen oder damit er ein Gehalt beziehen kann. Das ist ein zu, sagen wir mal, kompliziertes und banales Schema und kann keine Langzeitwirkung entwickeln. Da macht der Leser nicht mit. Die ökonomische Grundlage überhaupt für Medienarbeit in Russland zurückkommen, Jegor. Sie haben vorhin schon mal in einer kleinen Runde angefangen, von allen Ihren Projekten zu erzählen. Ich glaube, wir könnten den gesamten Abend mit den Projekten, der Aufzählung der Projekte, Darstellung verbringen. Da ist ganz viel sehr Interessantes dabei, auch sehr Eigenwilliges, neue Formate. Wir haben ja ein ganz spannendes Format jetzt schon mit Takir Dira gesehen. Ich habe gelesen, die Vorgabe für die Autoren, die für ihr Webportal schreiben, ist, im Verlauf des Textes muss sich etwas ändern. Er muss reportagig geschrieben sein, das heißt, man muss sehen, dass der Autor, ich nehme auch da das Zitat, den Hintern hochgehoben hat und sich in die Welt hinaus begeben hat. Er muss leicht in guter Sprache geschrieben sein und ohne jedwede Verurteilung und Voreingenommenheit. Das ist sozusagen der neue Journalismus. Wenn ich jetzt mal ein bisschen böse bin, sage ich, als ich vor Jahrzehnten in einem anderen Jahrhundert Journalismus gelernt habe, waren das genau die Kriterien, die ich auch gelernt habe. Was ist neu oder warum ist das neu? Eine wunderbare Frage. Wir sind ein Батенька, да вы трансформер, habe ich 2007 erfunden, und mit meinen Studienkollegen habe ich versucht, das mehrmals zu starten, und erst in 2014, als ich diese Idee für mich begraben hatte, haben wir innerhalb von Nächten einen Blog zusammengebastelt und
Er ist wirklich zu einem Verlagshaus geworden. Wir haben vier Medien, Online-Radio, Glagoliv FM, dann Batinka. Das sind Podcasts, Live, Musik, dann Breaking Mad, ein Nachrichtenaggregator und Nosorog, eine Zeitschrift, die viermal auf Papier erschien, dann ein Buchverlag, haben wir im vorigen Jahr gestartet. In diesem Jahr machen wir Non-Fiction, journalistisch, und dann haben wir ein Hotel, Bar, Galerie und so in Moskau, zwei Galerien und eine Bibliothek und ein Zeitschriftenladen. Wir arbeiten ein Computerspiel, das wir in 2020 auflegen wollen, wenn alles gut läuft. Und wir sind der einzige Verlag im Lande in dieser Art, weil wir das ohne Investitionen gemacht haben, ohne irgendwelche Gelder von Oligarchen. Das ganze Geld, was wir reingesetzt haben, das ist mein Geld und das meines Partners, und das waren wirklich kleine Summen. Wir haben ganz einfach ein Modell erfunden, wie man Geld verdienen kann. Und wir haben jetzt 50 festangestellte Mitarbeiter, 200 Freelancer mit Vertrag, und wir wachsen schnell, und ich hoffe, dass wir Ende des Jahres 150 festangestellte Mitarbeiter weltweit haben werden, und das haben wir alles ohne Investitionen gemacht. Wir haben eine neue Nische in Russland gefunden, in der Nische des Content Marketing. Wir arbeiten mit unterschiedlichen Brands und Unternehmen. Wir haben keinen Werbefachmann bei uns, sondern alles Künstler, Designer, Journalisten. Und wir haben eine Expertise im Erzählen von Geschichten, und die nutzen wir dafür, um unterschiedlichsten Unternehmen, egal ob Automobilhersteller, Schnapsbrenner, Bauunternehmen, für die machen wir Medien. Im breitesten Sinne, für jemanden machen wir ein interaktives Comics, für jemanden eine Doku-Serie oder für jemanden tägliche Contents oder Anlagen, Beilagen etc. pp. Und die Grundlage dieser ganzen Sache bildet eine ganz einfache Idee. Und ich habe das niemals neuen Journalismus genannt, weil das wäre dumm von meiner Seite aus. Ich war zwar ein schlechter Student, und habe meine Prüfung, ich weiß nicht mehr wie, abgelegt. Wir haben nichts Neues erfunden für den Journalismus. Das war auch nicht unsere Absicht. Wir nutzen wirklich die klassischen Ansätze so einfach, wie es geht. Und es ist das Wichtige: wenn du eine Story haben willst, musst du deinen Arsch aus der Wohnung bewegen, und du musst auf die Straße gehen und diese schöne große Welt sehen, wo jeden Tag mindestens 7 Milliarden Geschichten stattfinden. Und du musst diese Geschichten finden, du musst mit den Leuten reden, du musst schauen, du musst riechen, du musst hören und erzählen. Also in dem Sinne haben wir überhaupt nichts Neues erfunden. Eine andere Sache ist die, dass wir das alles maximal hässlich eingepackt haben. Niemand in der Lage ist, unseren Namen auszusprechen. Aber wir sterben so, wie wir es gelernt haben. Betrifft, um Ihnen ein kleines Beispiel zu geben, das Projekt wurde angekündigt, das ist angekündigt mit den Worten: Scheint es Ihnen schon seit langem, dass die Welt verrückt geworden ist? Sie lesen die Nachrichten und der Gedanke verlässt Sie nicht mehr, dass die Menschheit mit aller Geschwindigkeit auf die Hölle zusteuert. Willkommen auf der Erde, hier ist es so angenehm. Und entsprechend schließen sich dann auf einer sehr bunten, sehr eigenwilligen, sehr verspielten, da bin ich vielleicht auch schon eine ältere Generation, Website, das ganze Geschehen ab. Sehr, sehr spannend, ganz tolle Texte auch mit dabei. Aber wie gesagt, ein ganz neues, für mich zumindest, für viele andere wahrscheinlich auch, ein ganz neues Format. Wenn ich es richtig verstehe, die, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, die Consulting- und Machfirma für Medien, für andere, die Medien brauchen, das ist das Standbein, auf dem man Geld erarbeiten kann für alle anderen Projekte. Ist das so gedacht? Da. Ja, Batinka, oder ich antworte auf die erste Frage. Batinka begann ja mit einer ganz einfachen Idee. Und als wir anfingen,
schien die Idee etwas provokativ, höchstwahrscheinlich, weil wir haben gesagt, das Ende der Welt ist schon lange da und wir, die Menschen, haben das nur nicht mitgekriegt. Und wir haben aus diesem Sichtwinkel aus die Welt erkundet, obwohl an dieser Idee nichts Neues ist. In den philosophischen Traktaten des 20. Jahrhunderts ist das ein weit verbreiteter Gedanke. Und als wir angefangen haben, war uns klar, dass Geld, wir wollten einfach alle weg von unseren Arbeitsstellen und einfach das machen, was Spaß macht. Aber wir brauchten Geld. Wir haben Crowdfunding probiert. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Wir haben ziemlich schnell verstanden, dass wenn wir Investitionen oder Stiftungsgelder oder Crowdfunding-Geld akquirieren wollen, das dauert viel länger und braucht viel mehr Kraft, als einfach loszugehen und das Geld zu verdienen. Das heißt, wir haben eine Nische gefunden. Wir waren die ersten Leute in Russland, die Content-Marketing gemacht haben. Und das hat uns halt einfach die Möglichkeit gegeben, uns zu fokussieren auf dem, was wir machen. Weil Sie müssen sich vorstellen, wir hatten alle unsere Arbeitsplätze und da saßen wir alle. Ich war zum Beispiel Chefredakteur der Zeitschrift Snob, ist eines der größten Medienhäuser in Russland. Und nach Feierabend haben wir da gesessen und an Batjenka gebastelt. Das war, hat man natürlich nicht lange durchgehalten. Deswegen hat das Geld, was wir mit Content Marketing verdient haben, uns halt die Möglichkeit gegeben, unsere Arbeitsplätze zu verlassen und Dienstreisen zu machen und rumzufahren. Und jetzt verdient Batjenka selbst an Native-Werbeprojekten sehr gutes Geld. Wir verdienen Werbung teurer als wer immer in Russland. Denn Batjenka, Sie müssen verstehen, den Traffic im Vergleich zu unseren Kollegen, der ist sehr gering. Aber wir publizieren nur ein oder zwei Artikel pro Tag, die jede mehrere Dutzende, Tausende Klicks haben. Und die Leute kommen also direkt zu uns, um lange Geschichten, Long Stories zu lesen. Und wir haben gelernt, Werbung zu verkaufen. Und deswegen, wir versuchen jetzt zu auch unsere seltenste und eigenartigste Idee irgendwie so zu präsentieren, dass sie uns einerseits Spaß macht und unseren Lesenden Spaß macht und andererseits uns aber auch Geld bringt, damit sie existieren kann. Und das Geld, was wir verdienen, das reinvestieren wir bis zur letzten Kopeke. Für uns ist das Allerwichtigste und das ist das Ziel unseres Unternehmens, den Menschen die Möglichkeit zu geben, zu uns zu kommen und ihre Träume zu verwirklichen. Zu uns kommen Leute aus ganz unterschiedlichen Branchen, aus ganz unterschiedlichen Verlagen. Sie kommen zu uns und wir sagen zu ihnen, macht, was ihr schon immer machen wolltet und noch nie die Möglichkeit hattet. Denn wir haben die ganze Sache aufgebaut, damit wir machen können, was wir schon immer machen wollten und nicht konnten. Und unsere Unabhängigkeit, die uns sehr viel kostet, also viel Arbeit. Das ist ein Haufen Arbeit, die wir da machen müssen. Für uns ist es extrem wichtig, unabhängig zu sein, denn was immer wir wollen, die blödeste Idee und wir haben oft die verrücktesten Ideen. Wir bezahlen unser eigenes Geld dafür, das wir selber verdient haben und das ist für uns eine prinzipiell wichtige Geschichte. Und wenn wir sagen, dass wir davon träumen, ein Erlebnispark zu eröffnen. Natürlich wollen wir das machen. Dann denke ich, wir werden das vielleicht in 10 Jahren machen, aber wir werden Mittel uns überlegen und finden, um uns diesen Spaß auch noch zu machen. Noch nie nach Batjenka auf Batjenka geschaut haben, mal nachschlagen werden. Ich sage nur, folgen Sie dem Mann mit dem modischen Schnurrbart, um Sie noch gespannter zu machen und Sie werden eine ganz spannende Webseite finden. Alexei, ich habe vor kurzem das Glück gehabt, Alexei in Wladimir besuchen zu dürfen. Er hat dort mehrere Projekte, zwei haben mich besonders interessiert. Sie kommen rein in einen Raum in der Straße Ilitschstraße, kommen rein in einen Raum, ein kleiner Raum, in dem ein Großraumbüro, Mieten sind teuer, untergebracht ist und ein bisschen das, was man kreatives Chaos nennen würde. Redakteure sitzen dort zusammen, machen verschiedene Projekte und wenn man mit Alexei in Ruhe sprechen will, geht man am besten ins Tonstudio nach hinten, wenn da nicht gerade eine Aufnahme gemacht wird natürlich. Das wirkte alles sehr, sehr engagiert, mit relativ geringen Möglichkeiten, aber umso bewundernswerter. Sie haben ein Projekt, das nennt sich Pro Wladimir.
Das sind regionale Nachrichten, regionale Texte über Wladimir. Sie haben ein zweites Projekt gemacht, Seoul, Sie haben es schon erwähnt. Das war, wenn ich das jetzt richtig zusammenbekomme noch, das war ein Projekt, das sich insbesondere an zivilgesellschaftliche Aktivistinnen wendete und für Sie ein Informationsmedium sein sollte, aber auch darüber hinaus. Und als wir in Wladimir gesprochen haben, haben Sie gesagt, das eine Projekt ist richtig gut und erfolgreich, nicht gut, erfolgreich, und das andere ist, ich sage es mal vorsichtig, weniger erfolgreich. Welches ist welches und woran lag es? Na, für den Anfang sollte ich vielleicht mal sagen, das Thema ist natürlich interessant. Ich bin also Herausgeber, gleichzeitig Journalist und bin gleichzeitig Aktivist, arbeite schon lange mit NGOs zusammen wie Transparency International, Russidjasche und so weiter. Und außerdem bin ich aber auch noch ein Computerfreak, das heißt, ich verstehe, wie man Webseiten sperrt, was da mir sagte, ich verstehe was von Attacken und davon, was der Staat versucht, mit dem Internet zu machen. Deswegen ist das Thema für mich super interessant. Ich kann zu allem hier was sagen. Für mich ist das selten. Aber ich antworte auf die Frage, welches erfolgreicher ist. Natürlich ist das regionale erfolgreicher. Ich verstehe, wie regionale Medien heute funktionieren und wie sie leben. Und davon würde ich am besten auch mehr berichten, weil was in Moskau passiert, ist ja mehr oder weniger klar. Und das zweite Projekt Seoul über Aktivisten, warum sie das machen, was sie machen, warum sie Aktivisten sind, angefangen von, sagen wir, ganz einfachen, banalen Sachen, Parkplatz, Sauberkeit und Dreck oder große Geschichten über Bergwerte, Umweltschutz, Proteste und wie Menschen in Moskau zu Partisanen werden und Müllfahrzeuge verfolgen, um nachzuweisen, was mit dem Müll passiert und so weiter. Das alles beleuchten wir. LGBT auch. Die Medien wissen inzwischen, wie man damit arbeitet. Wir machen da Podcasts, aber da haben wir im Prinzip eine Zielgruppe, die sich mehr oder weniger für die Team interessieren. Und diese Zielgruppe sind die Aktivisten selbst und ihre Freunde. Außer dieser Blase interessiert das überhaupt niemanden. Deswegen sagen wir, dass es weniger erfolgreich ist, aber es ist natürlich nicht weniger wichtig. Wir werden höchstwahrscheinlich in diesem Jahr aufhören, damit zu arbeiten und werden dieses Projekt weitergeben an einen Partner, der selbst sehr viel mehr Aktivist ist und sehr viel versteht, was die Aktivisten brauchen. Und das wird dann so ein Service-Medium sein. Aber jetzt über regionale Journalismus. Mit Moskau ist ja alles klar. Es gibt eine große Stadt Moskau, viele Medien, darunter pro-staatliche, die halt aus dem Haushalt finanziert werden. Und diese Propagandisten, Kiselyov, Solovyov und so weiter, sind ja extrem talentierte Leute, die schon lange unsere Partei und unsere Regierung in Geiselhaft genommen haben. Denn unsere Partei und unsere Regierung füttert die nicht, weil sie so talentiert sind, sondern weil, wenn sie aufhören, sie zu füttern, dann werden diese Talentierten Richter ihre gesamten Talente gegen die Regierung richten. Und das versteht die Regierung. Und deswegen füttert sie sie gut. Nicht, weil irgendjemand Propaganda braucht oder propagandistische Hebel braucht, die sowieso nicht mehr funktionieren. Es hat sich einfach so ergeben. Und in Moskau leben ja viele Leute. Wie viel sind es jetzt? 17 Millionen, würde ich denken. Aber außerhalb Moskaus ist ja noch ein riesen Gebiet, da leben noch ein bisschen mehr Menschen, nicht so dicht gesät. Und da passiert genau dasselbe wie in Moskau, nur eben in geringerem Maßstab. Die regionalen Regierungen geben für Direktinvestitionen in Medien ungefähr 4 Milliarden Rubel pro Jahr aus. Das klingt nicht viel. Da kommen Stiftungsgelder dazu, Subventionen, außerdem staatliche Werbeaufträge und dann bläst sich das auf zu Riesenfinanzierungsumfängen. Und für die
Journalisten in den Regionen sieht es aus, dass die genauso ihre eigene Regierung in Geiselhaft nehmen und von denen immer mehr Geld, aus denen immer mehr Geld rausziehen, mit jedem Jahr mehr. Dann haben wir drunter die Städte und Kommunen. Jeder haben ihr Medium, nur die Ärmsten haben kein eigenes Medium. Und dort ist ein bisschen weniger Geld, 1,5 Milliarden Rubel pro Jahr in allen Städten und Kommunen Russlands. Und so haben wir einen riesen Umfang an Geld, das regionale Regierungen für Journalisten ausgeben. So würde es scheiden. Aber wir haben mal untersucht, wo kommt das Geld denn eigentlich her? Und wir haben da rausgelassen, das Geld, was aus Werbeeinnahmen kommt, auf Bitten der Regierungen. Wenn ein stellvertretender Baugouverneur zu einer Baufirma kommt und sagt, und jetzt mach mal hier Werbung für 2 Millionen Rubel in dieser Zeitschrift. Du willst ja da und da bauen und für uns wäre das ganz nett, wenn du das machen würdest. Und so, diese Zeitungen müssen ja extrem erfolgreich sein, weil die ja extrem viel Geld verdienen. Aber meine Kollegen, die im ersten Panel hier gesessen haben, verstehen, dass das sehr viel ist. Aber wenn wir uns anschauen, wie effizient sie sind nach ihrer Leserschaft, Content und Zitierbarkeit. Das heißt, wenn wir das Rating anschauen, da sind die ganz, ganz tief, wenn die überhaupt in irgendein Rating kommen. Und das ist erstaunlich. Das heißt, das Geld, welches aus dem Haushalt ausgegeben wird, aus diesen staatlichen Werbekosten und so weiter, das Geld, was gezahlt wird, das verpufft. Das heißt, dass ja, Gehälter werden gezahlt. Natürlich arbeiten da ein Haufen Leute, die sich Journalisten nennen und die bekommen Gehälter, aber kein Mensch liest sie, keiner braucht ihre Nachrichten. Und wenn wir uns anschauen, wer auf Platz 1, 2, vielleicht 3 in den Ratings steht, in jeder einzelnen Region, okay, wir schauen uns jetzt nicht die Sultanate an und elektorale Anomalien und den Kaukasus sparen wir auch aus, obwohl das da auch interessant ist, aber so, wir sehen, es sind kleine Redaktionen, die wenig Geld haben, aber die nach allen Kriterien sehr erfolgreich sind, also gelesen, zitiert, angeklickt werden und so weiter. Wenn wir uns da also in diese Webseiten vertiefen, sehen wir, es ist ein ausgezeichneter Content und überhaupt, es passiert viel, gute Texte, gutes Video, gute Spielzeuge und so weiter. Wenn wir zum Beispiel Pro Wladimir machen, Sie sehen hier provladimir.ru, seit 10 Jahren gibt es das, wir haben erst ein Projekt gegründet, dann neu einen neuen Namen gegeben. Alexander Jolkin ist auch hier, er ist mein Mitherausgeber. Seit 10 Jahren machen wir das also. Und wir haben jetzt ein Budget, das ist also eine Website, plus soziale Netze, plus Video, plus wir haben 3.200.000 Rubel pro Jahr. Kein gigantisches Geld, aber das reicht durchaus, um eine Redaktion von 4 Personen zu bezahlen, mit ein paar technischen Mitarbeitern noch. Und der Haushalt unserer staatlichen Organisation, die da heißt Gubernie 33 in Wladimir und die finanziert wird durch die Regionalregierung, beträgt 32 Millionen Rubel pro Jahr. Das kriegen die als direktes Geld, das kriegen die als Immobilien, für die sie keine Miete zahlen müssen und so weiter. Wir haben das alles untersucht und gerechnet. Natürlich ist es spannend. Wir sind ja auch neidisch. Wir haben das alles genau nachgezählt. Und wenn wir uns jetzt einfach den Anzahl im Monat der Klicks schauen, dann haben wir auch einen Unterschied um das Zehnfache, aber eine umgekehrten Zehnfache. Und hier ist es natürlich eigenartig. Wir haben viel gesprochen mit Experten, mit unterschiedlichen Aktivisten darüber, was das beeinflusst. Kann so ein kleines Medium in der Region tatsächlich Einfluss nehmen darauf, wie diese Region lebt? Kann sie Aktivisten helfen? Kann sie überhaupt Menschen beeinflussen? Und wir diskutieren das lange. Und in der letzten Zeit sage ich immer, da, wo wir viele kleine, unabhängige, normale, ehrliche Medien haben, die normalen Content machen, und da, wo die staatlichen Medien und staatsnahen Medien am schwächsten sind, genau das sind die Regionen, wo die Wahlen ungefähr gleich ausgehen. Das heißt, diese
kleinen Medien sind sehr effizient. Sie sind effizient als Einflussinstrument. Warum sage ich Einflussinstrument? Weil wir uns genau anschauen, diese großen ineffizienten Medien, die effizienten Medien, die bestehen alle aus ehemaligen Aktivisten, Umweltaktivisten, was auch immer, die irgendwann die einzige Möglichkeit gefunden haben, für sich, sich zu bewahren als politischer, gesellschaftlicher oder Umweltaktivist, sich zu bewahren. Sie sind in ein Medium gegangen, sind in den Journalismus genommen. Natürlich sind sie keine Journalisten geworden und es ist nicht hochprozentig, vielleicht professionell, aber es sind alles Aktivisten und die einzige Möglichkeit, wenn du nicht verrückt werden willst in Russland, dann ist und Einfluss haben willst als politischer, gesellschaftlicher oder sonstiger Aktivist, das ist, werde Journalist, schreibe. Und das ist die Besonderheit der russischen Region. Wir dürfen deswegen das nicht trennen. Wir dürfen das nicht sehen als nur arme, talentierte und ehrliche Journalismus. Gut 10 Jahre her einmal mehr Journalismus in den Regionen. Ich gucke mal Sie an. Es tut mir leid, dass ich jetzt in den Regionentopf immer werfe, aber in den Regionen in der Stadt Ivanovo, auch so eine klassische Provinzstadt, knapp 300 Kilometer im Nordosten von Moskau gelegen, angeschaut habe, dann war ich in einem Nachbarort und da gab es diese klassische Zeitung des Bürgermeisters, vom Bürgermeister finanziert. Und der einzige Redakteur hat mir dann mit großer Begeisterung die letzte Ausgabe zur Amtseinführung des neuen Bürgermeisters vorgelegt und die Titelzeile lautete, das Leben ist schön. Und dann habe ich gesagt, das haben Sie aber mit Ironie sicherlich getextet. Und dann sagte er, nein, nein, das war so gedacht auch. In Ivanovo hatte ich damals, das ist aber eine Weile her, ein Gespräch mit dem Chefredakteur einer mehr oder minder privaten Fernsehstation und der sagte mir, was willst du mit deinem Journalismus und deinen hehren westlichen Ideen? In Russland gibt es 3 große Probleme und das ist nicht zuerst der Staat. Das erste Problem, schlechte Kader, also schlecht ausgebildete Journalisten. Das zweite Problem ist keine Nachfrage. Hier schlage ich den Bogen ja zur ersten Diskussion nochmal. Also es gibt nicht das Publikum dafür, für guten Qualitätsjournalismus. Und das dritte, sagte er, keine wirtschaftliche Grundlage. Das haben wir schon immer mal angesprochen. Was mich interessieren würde, hat sich an diesen 3 Dingen etwas in den letzten 15 Jahren vielleicht doch verändert? Ein bisschen kam das Gespräch heute ja schon auf die Nachfrage des Publikums. Aber gibt es noch andere Veränderungen oder sehen Sie im Grunde genommen diese Aussage immer noch heute? Zu sagen, also was diese Gouverneurszeitung in Ivanovo anbetrifft, für den Mann ist das Leben immer noch schön. Und was diese 3 benannten Probleme anbetrifft, alle, die bei uns irgendwas verlegen oder der in Medien arbeitet, lehren inzwischen alle, also unterrichten irgendwelche Vorlesungen, Seminare, auch systemisch irgendwie ein bisschen in russischen Bildungseinrichtungen. Ja, da mache ich auch mit, weil man hat das so die Idee, dass es gibt keine normalen Journalisten. Vielleicht ist die Ausbildung schlecht und ich bin keine Journalistin von der Ausbildung her. Und man weiß, dass man das nicht an der Uni lernt. Vorlesungen geben einem da nichts. Man muss einen Job machen. Und Kollegen auch aus Batinka. Ich weiß, wie sie unterrichten und wie wir das machen. Man versucht, praktische Fertigkeiten zu vermitteln. Da braucht es keine 6 Jahre akademischer Ausbildung. Learning by doing oder arbeite einfach normal, dann hast du auch normale Ergebnisse. Das betrifft die Bildung, die Ausbildung. Was jetzt das Publikum anbetrifft, ja, da möchte man immer ein bisschen rumheulen. Zu wenig, das Falsche, es ist immer zu wenig. Weil das Publikum verhält sich mal paradox und dann wieder nicht so, wie wir es gerne hätten. Aber wiederum, mach einen normalen Job, dann wirst du auch ein normales Auditorium finden. Und Igor hatte noch gesagt, und wir versuchen das so zu machen, du musst das machen, was dir gefällt und was du für wichtig hältst. Und gut, ich habe so eine Thematik,
Das soziale Thema ist in Russland ein schwieriges. Die von Batinka wissen es. Und wirklich die nachgefragtesten Reportagen werden durch Menschen gemacht, denen das, was sie tun, gefällt, die daran glauben, was sie tun, und die sich von ethischen, journalistischen Grundsätzen leiten lassen. Und das sind immer wieder ein und dieselben Leute, die gleichen und dieselben. Man kann die nicht irgendwie von außen holen und einpflanzen oder sowas. Man muss ein Publikum finden. Und das dritte Problem, was Sie benannt haben, die Wirtschaft. Da kann ich nichts sagen. Also mit der Wirtschaft ist es nicht so wie in der Zeitung in Ivanovo. Da ist das Leben nicht schön, aber wir sitzen alle hier. Wir schaffen immer was zu verlegen. Nicht ganz einfach wie das, was Jegor erzählt hat. Das ist eine große Arbeit. Egal ob über Content, Fundraising, Wohltätigkeit und was wir haben. Wenig Geld unterm Strich und ich weiß, wie man Haushaltsgelder aufteilt. Ich mache dasselbe. Die Wirtschaft wird nie gut für die Journalisten sein. Ein Kollege hatte ja gesagt, dass für Gouverneursjournalisten, da ist die Wirtschaft gut, aber sie sind keine guten Journalisten. Es ist nicht einfach, aber wenn wir jetzt einen Haufen Geld hätten, da wären die Probleme nicht gelöst. Also man muss arbeiten, das ist das einzige Rezept. Das ist ja für uns als Stiftung auch sehr wichtig, wie sich zivilgesellschaftliches Engagement, wie sich Organisationen im Grunde genommen in gewisser Weise kreuzen mit medialen Projekten, den Journalismus auch wiederum brauchen, um sich selbst bekannt zu machen etc. Das hört sich jetzt alles auch erstmal ganz, ganz spannend, begeisternd und relativ, mal abgesehen von wirtschaftlichen Fragen, relativ problemlos an. Aber wie ist es denn in der Wirklichkeit, Jegor, Alexei, gibt es trotzdem Grenzen? Und woher wissen Sie, wo die Grenzen liegen? Was kann man als Thema machen, was nicht? Jegor lässt mich mal bitte anfangen. Er ist also ein positiver Mensch rundum. Und er wird dann ein bisschen glatt bügeln, was ich hier erzähle. Ich will jetzt niemanden irgendwie erschrecken. Aber was die Grenzen anbetrifft, dessen, was man darf und was man nicht darf, die hat man immer nur im Kopf des Chefredakteurs. Und wir haben eine Absprache bei uns, in unserem Team, in unserem Kollektiv. Wir haben manchmal einen Tipp gekriegt, dass man unterwegs war, um bei uns irgendwas zu beschlagnahmen, und wir waren darauf eingestellt, wir tauchten ab, wir hatten dafür Wohnungen gemietet, verschwanden aus der Region, und Orlova, die Gouverneurin, schaut mal auf Google nach, ziemlich bösartiges Frauenzimmer, und wir wissen, ich sollte verhaftet werden, dann noch ein Chefredakteur, und wir haben uns versteckt und abgetaucht. Man hat Aktivisten bei uns Wahnmachen halten lassen, dass wir die fünfte Kolonne waren, und da hat es genügend. Die sind uns manchmal ganz schön auf die Nerven gegangen, auch bei ökologischen Projekten und so weiter. Aber dann haben wir zurückgeschlagen, fingen zu trollen an. Das Zitat von Lavrov kennen Sie ja. Und dann haben die Leute aufgestellt bei Journalisten an Wohnungen. Hier in dieser Wohnung wohnt Kolja Iwanow, der ist ein Vaterlandsverräter. Das war überhaupt nicht mehr lustig. Wir haben es immer irgendwie auf die Reihe bekommen. Und die Grenze verläuft da, wo Gefahr besteht. Eine physische Gefahr in erster Linie. Mit den anderen Gefahren kommen wir irgendwie zurecht. Es gibt Medienjuristen, es gibt in Woronesch ein Medienunterstützungszentrum mit Juristen und so weiter.
Das Einzige, worauf wir uns nicht einlassen, wir machen keine direkten Deals. Wir haben 3,2 Millionen als Budget und vergangene Woche am Freitag, da kam ein Typ und sagte, ihr bekommt 2 und ich möchte bis August nichts über den Abfall in eurer Region haben. Ihr bringt nur gute News. 2 Millionen sind 2/3 unseres Budgets. Wir haben das Geld nicht genommen. Sowas machen wir nicht. Darauf lassen wir uns nicht ein. Es gibt eine Risikoschwelle und eine ethische Schwelle. Und das sind die beiden Grenzen, von denen wir uns leiten lassen. So, ich werde jetzt allen die Feiertagslaune verderben. Man hat gesagt, ich hätte hier eine positive Agenda. Nee, ich grinse mal ein bisschen dümmlich und darum denken, alles wäre in bester Ordnung. Ich bin nicht damit einverstanden. Was Batinka Transformer macht, mir würde niemals in den Kopf kommen, diese Arbeit fanden, weil die Themata, die wir behandeln, auch mit unserem normalen Gesichtsausdruck, dem üblichen, das ist weder lustig noch funny noch sonst was. Na gut, wir arbeiten voller Freude. Ja, ja, das schon. Und wir machen jetzt eine Studie. Da geht es um Heroin und wie Heroin zum Russland von heute beigetragen hat. Und wir machen eine Reportage aus Mexiko, die man es über die Narco-Corrida geschrieben hat. Das ist auch eine Fortsetzung einer Untersuchung, wie der Narco-Kartell-Krieg in Mexiko funktioniert und wie er sich auf die lokalen Gesellschaften niederschlägt. Und wir machen jetzt sowas über die Transformation und Digitalisierung moderner Kriege von Afghanistan bis Ukraine. Und das sind die typischen Themen, mit denen wir uns jeden Tag beschäftigen. Und Damir, der vor uns gesprochen hat, vertritt ja Batinka vor Gericht, weil wir schon mehrmals gesperrt werden sollten durch Roskomnadzor. Und da ging es auch meistens um Drogengeschichten. Und wir müssen unsere Texte auch periodisch entfernen, um nicht die ganze Webseite gesperrt zu bekommen. Und einer unserer Journalisten, habe ich heute erfahren, dass man ihn auch wegen eines Textes ermitteln will. Das ist das normale alltägliche Leben, in dem wir zurechtkommen müssen. Und es gibt noch eine wichtige Nuance. Das, was wir machen, wir bauen ein Medium-Business auf und wir wollen beweisen, dass das in Russland funktioniert. Aber sobald man Business macht, dann wachsen die Risiken mehr als in den Medien. Und das ist eine traurige Wahrheit, die man nicht von der Hand weisen kann. Die Unternehmer werden stärker verfolgt als Journalisten in Russland. Die Expropriierung durch die Polizei, Staatsanwaltschaft, die Ermittlungsbehörden und so weiter, das sind ganz alltägliche Situationen im Lande. Und indem wir das tun, was wir tun, und mit meinem Partner und meinen Partnern, wir sind uns darüber im Klaren, alles, was wir tun, ist funny und wir haben Spaß dabei, aber du weißt nie, wann jemand einen Kurzschluss hat und dir dein Geschäft wegnehmen will oder dich irgendwie anders fertig machen. Das Strafgesetzbuch ist so, dass jedwede kommerzielle Tätigkeit als Wirtschaftsstraftat klassifiziert werden kann. Und hier gibt es noch eine wichtige Sache. Kaffeesatz lesen, das ist eine. Und dann überlegen, wir bereiten was vor und welcher Stoff wird die rote Linie übertreten. Das ist eine undankbare und sinnlose Beschäftigung. Man rammelt in einen dunklen Raum mit einer Katana und kämpft seinen Raum Zentimeter um Zentimeter. Und mal klappt's oder mal klappt's nicht. Und entweder man sperrt dich ein oder man blockiert deine Seite. Jego hat gesagt, dass man da nicht rechnen muss. Ja, und Damir vertritt Batinka, aber sagen, ich habe auch schon die entsprechenden Verwarnungen von Roskomnadzor. Die Grenzen sind wirklich nur im Kopf.
wie gleich gesagt wurde, im Kopf des Chefredakteurs und den Köpfen derjenigen, wie ein Medium tatsächlich arbeitet. Und es hat auch keinen Sinn, darüber zu reden, weil man nie weiß, von wo etwas geflogen kommt, wie Sigor gesagt hat. Wegen eines Artikels von vor 2 Jahren, der vollkommen harmlos war, oder irgendeine Nachricht, die jemand ausgelegt hat. Roskom, Nazor liest langsam wie die Mühlen Gottes, aber sie lesen und malen. Wir haben keine Journalisten im Kaukasus, weil ich weiß nicht, wie ich ihre Sicherheit gewährleisten sollte. Wir haben dafür keine Expertise, wir arbeiten doch mit anderen Leuten zusammen. Also man denkt an die persönliche Sicherheit der Journalisten und ansonsten läuft man mit einer Katana durch die Gegend, weil es anders nicht geht. Ich würde noch hinzufügen wollen, eine wichtige Nuance über die sogenannte Zensur, obwohl ich dieses Wort nicht verwende, weil das ist auch ein dehnbarer Begriff. Der Kontext ist so gemacht, dass man von überall, woher was abbekommen kann. Vor 2 Jahren hat einer unserer Korrespondenten eine Geschichte über einen Jugendstrafvollzug geschrieben. Wir haben das veröffentlicht und dann kam es zu einer genialen eigenen Kette. Die Moskauer Strafvollzugsbehörde hat die regionale Vertretung angerufen, der Journalist war aus Novosibirsk und die haben das Dekanat der Journalistikfakultät angerufen, wo er gearbeitet, wo er studiert hat, Petja Monjachin, einer unserer besten jungen Journalisten im Lande. Und der Dekan hat ihn vorgeladen und gesagt, wenn der Text veröffentlicht wird, dann fliegst du von der Uni und du wirst zum Wehrdienst gezogen. Und wir haben natürlich sofort den Text zurückgenommen, weil die Sicherheit unserer Mitarbeiter für uns auch über alles geht. Aber ein halbes Jahr später haben wir eine große Untersuchung über alle Strafvollzugseinrichtungen im Lande gemacht. Und wir haben zurückgeschlagen. Und ich gebe noch was hinzu. Geschichten dieser Art in Russland gibt es so eine Formel, die zumindest in den Regionen funktioniert. Man versucht dich zu kaufen als erstes. Dann versucht man dich unter Druck zu setzen und was dann kommt, weißt du einfach nicht. Und insgesamt, also von Irkutsk bis Kaliningrad, das, was ich immer gesehen habe in meiner Arbeit, das Schema ist folgendermaßen. Wenn man dich versucht zu kaufen, da kann man sich irgendwie aus der Schlinge ziehen und den Gegenschlag vorbereiten. Irgendwas, um die Leute fertig zu machen, eine Strategie ausarbeiten, aber eben sich nicht kaufen. Aber wenn man gepresst wird, wenn man Druck ausgesetzt wird, dann ist die Situation schwierig. Die kann man kaum noch hinkriegen. Anastasia, das Thema Wohltätigkeit ist ja ein ganz großes geworden in Russland. Das war vor 10, 15 Jahren noch nicht der Fall. Damals wäre es sicherlich sehr schwer gewesen, überhaupt jemanden zu finden, der sagt, ich gebe für ein soziales, wohltätiges Projekt Geld. Das Misstrauen war sehr groß. Das scheint sich ein bisschen geändert zu haben. Auf der anderen Seite sieht es aber auch manchmal so aus, als ob diejenigen, die gerne gesellschaftlich, vielleicht würden wir auch sagen politisch aktiv sein wollen, in den Wohltätigkeitsbereich hineingehen, weil er in gewisser Weise unverdächtiger ist. Spielt das auch eine Rolle? Nein, ich würde nicht sagen, dass die Leute Wohltätigkeit machen, weil sie nichts Gesellschaftliches oder Politisches machen können. Weil insbesondere Wohltätigkeit ist gesellschaftliche oder politische Aktivität. Auch weil letzten Endes ist es politisch. Ich würde sagen, der Wohltätigkeitssektor, die Gesellschaft hat ja angefangen seinerzeit das zu machen, die Leute wussten, dass es nötig ist, sie haben es angepackt und getan. Und das ist eine Reaktion darauf, dass alles schlecht funktioniert, dass es nichts Systemisches gibt in der Staatsmaschinerie
Und wenn es Systemisches gibt, dann gefällt uns das nicht. Und alle gehen davon aus, wenn dir was nicht passt, dann mach es selber. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendeine Realitätsflucht ist. Das sind ganz normale Beweggründe, wenn dir irgendwas nicht passt. Wenn du aber etwas für wichtig hältst, dann machst du es selbst. Und zwar ohne oder. Mach einfach los und überzeuge den Staat über Druck aus, damit er das macht, was er eigentlich tun sollte. Der Sektor ist sehr stark gewachsen. Ehrlich gesagt, ich sehe da keine große Verbindung zur politischen Situation. Ich bin, die Leute sind bereit, bewusst aktiv zu werden. Mir gefällt das. Wir versuchen das zu unterstützen und das auch selber zu tun. Dass sich tatsächlich auch, Sie sprechen vom Systemveränderung oder von systematischer Veränderung, also nicht nur der Hilfe für einen bestimmten konkreten Fall, sondern der Veränderung im Gesamtbild. Haben Sie den Eindruck, dass diese Tendenz dazu, Dinge selbst in die Hand zu nehmen, tatsächlich auch letztendlich, wenn auch langsam, zu Veränderungen führt? Ja, уверена. Ich bin sicher. Mir scheint nicht nur, ich bin sicher, dass es genau so funktioniert. Man kann einem konkreten Menschen helfen, solange man will, aber ich kann sagen, in 11 Regionen Russlands gibt es keine palliative Hilfe für Kinder. Prinzipiell nicht. Existiert einfach nicht auf staatlicher Ebene. In noch mehr Regionen gibt es keine Palliativmedizin für Erwachsene. Das heißt, du fängst an und baust es selber auf. Du sammelst Geld für diese palliative System. Du kontrollierst das, weil das ist ja dein Geld. Du kontrollierst den Prozess. Natürlich sind das systemische Veränderungen. Ich bin sicher, dass es noch mehr gäbe, wenn die Menschen mehr informiert wären darüber. Ich denke, dass die Menschen sehr viel weniger über systemische Wohltätigkeit wissen, als sie sollten, aber wir arbeiten daran. Publikum noch eine Frage stellen. Алексей, wollte noch ergänzen? Ja, ich wollte noch sagen, es ist ja auch so, mir scheint, aber meine 15-jährige Erfahrung sagt mir das, in Russland sind die politischen Institute ja vollkommen zerstört und die Möglichkeit der Gesellschaft, sie Einfluss zu nehmen auf Entscheidungen, die gibt es gar nicht. Es gibt keine klassischen Parteien, es gibt keine klassischen Regierungen. Und die einzige Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen, irgendwie was passiert, irgendwie den Staat dazu zu bringen, dass er irgendwas tut, sind die Medien. Denn Russland, ist so seltsam, dass es auch nicht klingt, hat ja mit Geld und Ressourcen und Kraft investiert und Zeit investiert in Medien, in Propaganda, in innere Propaganda. Sehr viel investiert und ist dadurch abhängig geworden von den Medien. Und wenn in den Medien irgendwas passiert, was den Leuten nicht gefällt, jemand fängt an, immer aktiver und deutlicher was zu fordern, dann wird das so eine propolitische Agenda. Und Medien sind in Russland die einzige Möglichkeit einer legalen politischen, gesellschaftlichen Aktivität in Russland. In die Duma zu kommen, ist fast unmöglich, um dieses Gesetz zu verabschieden. Aber mit den Medien zu arbeiten, mit großen Medien zu arbeiten, in sozialen Medien eine Diskussion, eine Kampagne zu organisieren, das funktioniert. Die Frage auch zum gesellschaftlichen Engagement. Wir haben ja auch Partnerorganisationen in Russland aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich. Wie könnten Sie die Möglichkeiten der Medien noch besser nutzen? Wo fehlt noch das Verständnis dafür, mit Medien zu arbeiten? Wie kann Zivilgesellschaft Medien besser nutzen aus Ihrer persönlichen Erfahrung? Würde ich jetzt gar nicht sagen. Dass die Frage, dass ich am besten prädestiniert bin zu antworten. Aber die Zivilgesellschaft kann Medien als Holzhammer benutzen. Oder zu sowjetischen Zeiten war es so, wenn die Zeitung was schrieb, dann wurde das auch gemacht. Aber Medien können berichten.
Und ich bin absolut sicher, warum ich gesagt habe, wir sind keine Aktivisten, wir sind Journalisten und das ist ein wirkungsvolles Instrument. Die Menschen sind ja alle gute, normale Menschen, die meisten. Und die Situation, in der, wie ich sagte, dass wir in 11 Regionen, ich sage es nochmal, Kinder, sterbende Kinder, todkranke Kinder, die palliative Hilfe brauchen, bekommen diese Hilfe nicht. Wenn das ein Mensch erfährt, ich weiß nicht, der Kisilov und Solovyov und den ersten Kanal immer schaut, also die Propaganda schaut, dann hat dieser Mensch genau dieselben, empfindet er dieselben Emotionen wie ein Liberaler oder wer auch immer. Das heißt, wir müssen erzählen, was können NGO tun, damit die Leute verstehen, was ringsherum passiert. Sie müssen mit den Medien zusammenarbeiten und sie müssen erzählen und berichten über das, was sie tun. Nicht immer können die NGOs das. Wir versuchen systemisch mit ihnen zusammenarbeiten und ihnen, ja, sie nicht ausbilden, aber ihnen helfen, wie sie berichten können. Denn das reicht nicht nur, etwas Gutes zu tun, sondern du musst auch sprechen darüber. Nichts hat sich verändert. Die Medien müssen einfach nur informieren. Aber außerdem gibt es ja noch das große Problem, das ist vielleicht jetzt unangenehm für einige zu hören, aber das große Unglück der russischen NGO besteht auch darin, dass sie nicht, dass sie unter, sie sind unter großem Druck, viele sind einfach kaputt, viele sind ausländische Agenten, viele müssen im Ausland arbeiten und sie haben einfach eine unendlich schwere Arbeitsbedingung und sie haben es verlernt zu sprechen über das, wem sie helfen, warum sie existieren, welche Ziele sie verfolgen. Sie haben gelernt und sehr langweilig zu sprechen über sich selbst, darüber, wie schlecht es ihnen geht, wie sie unterdrückt sind und so weiter, aber das interessiert überhaupt niemanden. Unter anderem klassische, alte, nicht kommerzielle, also NGOs, wenn sie wieder anfangen zu berichten, wem sie helfen, wie es den Leuten hinterher geht, wogegen sie kämpfen und vielleicht, wenn sie ein bisschen weniger darüber reden würden, wie schwer sie es haben, das wäre schon mal ein guter Anfang. Geben Ihnen noch Fragen zu stellen, wenn es welche gibt. Ja. Снова первый. Sergei Svyrshensky, Bürgerforum GS Russland. Hier wurde gerade jetzt über NGOs gesprochen und ich vertrete halt NGO. Die wiederum NGOs aus Russland und der EU verbindet, entsteht die Frage. Ich glaube, in Russland ist der Aktivismus oft mit so eins mit dem Journalismus. Hier in Deutschland sieht das ja vollkommen anders aus. Hier gibt es Journalisten und es gibt Aktivisten und die sind ganz unterschiedliche Leute und getrennt voneinander. In Russland ist das oft eins. Was halten Sie überhaupt davon? Und ist das zulässig in solchen Gesellschaften, wo, sagen wir, die Demokratie erst entsteht? Oder sagen wir, es hat einen demokratischen Prozess gegeben und der wurde danach abgeschnitten und seit 20 Jahren ist das nun so. Sollten dort Aktivisten und Journalisten sozusagen sich überlappen oder nicht? Ich würde jetzt mal sagen, das ist keine Frage der Journalistik, sondern eine Teil der NGO haben einfach Storytelling gelernt und nutzen Medien, um über sich zu berichten. Was ich davon halte, ich finde das großartig, denn das ist das Problem, von dem der Kollege sprach. Es ist wichtig, dass Leute über sich so erzählen, dass die anderen das auch verstehen. Und dieses Zusammenwachsen mit der Presse, ich weiß nicht, vielleicht eine ethische Sache, aber ich glaube nicht, dass das so passieren wird unter den jetzigen Bedingungen.
Und auch das muss jede Redaktion für sich sehen. Das hängt von Werten ab. Du musst die Entscheidung immer für dich selbst treffen. Ich wiederhole es, finde, dass Aktivisten sein sollten und Journalisten sollten Journalisten sein und über die Aktivisten berichten. Aber ob wir das vergleichen können mit europäischen Instituten, ich weiß nicht. Das Feld hier ist klein, alle sind irgendwie miteinander verbunden und natürlich gibt es da immer einen Hall untereinander. Ob das gut oder schlecht ist, ich weiß nicht, wie das für... Man könnte es irgendwann mal anders probieren, aber es ist einfach, wie es ist zurzeit. Ich denke ja, dass wenn die Demokratie in ihren Kinderschuhen steckt, ist wichtig, dass Gesellschaft, Staat und Journalisten und Aktivisten einander helfen, die Unterschiede untereinander zu erkennen. Weil Journalisten sind die einen, Medien was anderes, Medienbusiness ist wieder was anderes und Aktivisten sind wieder was anderes. Das ist in den Kinderschuhen. Wenn die Demokratie wie in Russland noch im präembryonalen Stadium ist, dann müssen alle zusammenwachsen, weil die, die kritisch denken über den Gouverneur und den Bürgermeister und die nicht auf den Platz gelassen werden und die Polizei verprügelt sie und dann bitten sie um juristische Hilfe, weil sie kein Geld haben für einen eigenen Anwalt, dann registrieren sie ein Medium und fangen an, Anfragen zu richten an Staatsanwaltschaft und so weiter. Das ist ein Instrument, das sie nutzen können. Und dann in dieser Zeit gibt es dann eine Zeitung, die immer schreibt, dass das Leben immer besser wird. Das wird aber nicht besser. Und dass die Leute, die das immer lesen müssen, dass das Leben immer besser wird, die Leute fangen an, sich am Kopf zu kratzen und denken, irgendwas stimmt nicht mit den Jungs, die da schreiben. Das heißt, wenn die Demokratie in dem Stadium ist, müssen wir alle zusammenarbeiten. Ich habe eine ganz kurze Frage an Jegor Mastevchikov. Was ist Ihre Lebensstrategie? Was machen Sie, wenn übermorgen die Regierung Ihre Seite sperrt? Ich denke übermorgen drüber nach. Вопрос. Sagen Sie, ich weiß, es gibt ein Projekt, das wird in Europa auch für Russland gemacht. Und da versucht man so einen Connect zwischen den regionalen unabhängigen Publikationen herzustellen, frei von Diktat auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt ausdrücken soll. Und solche Verlage gibt es 2, 3 pro Region, die kennen Sie alle. Was denken Sie über die Möglichkeit eines solchen Ringes dieser regionalen Website oder einer Kommunikation? Ist es überhaupt möglich? Naja, Sie vermuten ja, dass... wissen ja bestimmt, dass ich auch eingeladen wurde. Aber ich habe das nicht verstanden. Wozu brauchen die Webseiten das? Wozu brauchen die Medien das? Wenn es eine vernünftige Idee, einander an die Hand zu nehmen, damit es uns besser geht zusammen, klar, ist ganz angenehm, aber im praktischen Nutzen sehe ich noch nicht. Aber der Prozess hat erst begonnen. Dann schauen wir mal, was die Organisatoren uns dann vorschlagen. Wir haben uns noch nie gesehen. Vielleicht verstehen wir uns, aber vielleicht verstehen wir uns gar nicht und laufen wieder auseinander. Ich hätte noch eine Frage, die betrifft wahrscheinlich am wenigsten, Jegor, wie es möglich ist heute, wie es möglich ist heute insbesondere junge Menschen für Medien zu interessieren und auch zum Lesen zu bringen. Ich weiß nicht, ob Sie Erfahrungen, ob Sie Untersuchungen darüber haben, wie stark Sie gerade junge Menschen in Russland ansprechen mit dieser ja sehr schweren sozialen Thematik. Как-то обидно выключили Егора. Я хотел бы сказать, что это вопрос. So schade, dass Sie Igor gar nicht zugelassen haben. Ich glaube, das wäre jetzt meine Frage für ihn, weil unser Publikum ist ein bisschen älter als seins, würde ich jetzt mal sagen. Ja, alle untersuchen das natürlich und wollen Publikum versuchen zu auditieren.
ihr Auditorium zu analysieren, ihre Leserschaft. Die Leserschaft lässt sich wiederum nicht analysieren. Alle sind diesen Weg gegangen. Lasst uns Podcasts schreiben, Videos machen, nein, Twitter schreiben, die lesen nur kurz, nein, Longreads. Das ist ein Prozess, der wird ewig laufen. Und ehrlich gesagt, das ist passiert überall in der Welt, nicht nur bei uns. Ich kann mich sehr gut erinnern, dieser ganze Prozess. Wir machen alle Papierzeitungen, werden abgeschafft. Und dann gibt es Paywalls überall und dann fangen wir an, alle in Twitter-Reportagen zu schreiben und bilden dafür Journalisten aus. Um junge Leser zu kriegen, muss man einfach gut schreiben. Entschuldigen Sie, dass ich immer dasselbe sage, aber das ist wie, wenn du den Roskomnadzor analysieren willst. Ja, ist ein bisschen anders. Roskomnadzor ist noch ein bisschen komplizierter. Du guckst die ganze Zeit, was ringsherum passiert, was die Leute bereit sind aufzunehmen, wahrzunehmen, was sie spannend finden. Du probierst was aus, machst Fehler, probierst es anders. Manches funktioniert ein halbes Jahr, dann nicht mehr und du weißt nicht warum. Dann kriegst du wieder Feuer unterm Hintern vom Facebook zum Beispiel, die nicht mehr publizieren wollen, was du schreibst. Oder unser großes soziales Netz, Vkontakte, über das viel gesprochen wurde im ersten Teil. Oder Yandex, fangen einfach an, Content zu klauen, weil warum sollten sie nicht Content klauen? Ist ja egal, wer es geschrieben hat. Also immer passiert irgendwas, du sitzt auf dem LKW, irgendwas passiert ringsrum und versuchst halt, es wackelt und du wirst beschossen und versuchst trotzdem zu arbeiten. Ich habe keine akademische Antwort auf die Frage. Forschen wir an unserem Leserschaft? Ja. Gibt uns das was? Ich weiß nicht. Dann kann man ja endlos forschen, zählen, endlos planen. Nein, kann man nicht. Aber ich will wissen, was Jigor dazu sagt. Kompliment gemeint. Insofern, wenn ich mir Bartinka ansehe, dann denke ich, es versteht sich von ganz von selbst, dass das insbesondere junge Leser anziehen sollte. Aber... Wir haben vor kurzem Marketinguntersuchungen gemacht, alle unsere Publikationen untersucht und Bartinka hat 20 bis 35 Jahre maximal und also Durchschnittsalter der Leserschaft auf Platz 2 stehen unter 20-Jährige. Natürlich sind das ganz unterschiedliche Leute mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen und ich kann nicht sagen, ob ich jetzt eine Antwort, die Geheimantwort darauf weiß, wie man junge Leser interessiert. Aber ich bin ziemlich viel in Russland unterwegs und oft halte ich Vorträge einfach nur, um rumzukommen und um mir die jungen Leute anzuschauen und denen zu zeigen. Ich erzähle oft Geschichten von jungen Leuten, die mit uns arbeiten. Viele sind extra nach Moskau gezogen, um bei uns zu arbeiten. Und ich schaue mir die Jugend an und versuche sie auch irgendwie zu interessieren für uns. Weil Crowdfunding machen wir nicht, indem wir Leute bitten, uns Geld zu geben, sondern wir bitten Leser, sich zu konvertieren in Autoren. Und das können wir sehr gut. Und wir investieren sehr viel Kraft und Bildung darin, dass diese jungen Leute, für die wird Bartinka oft zu einer ersten journalistischen Arbeit und sie würden sehr, sehr redigiert, sehr hart redigiert, wie jeder erwachsene Journalist. Aber sie kriegen Vorträge, wir investieren sehr in ihre Ausbildung. Für uns ist wichtig, dass diese jungen Leute zu uns kommen und in diese großen Kessel, in denen wir jetzt unsere Suppe kochen, dass sie sich selbst einbringen. Und ich glaube, das ist ein gutes Instrument, damit andere junge Leute sie lesen. Und ich mag das, wenn ich auf Arbeit komme, dann sehe ich, dass es Nastja gibt, die ist gerade 19 geworden und sie ist eine der besten Accounts bei uns geworden, arbeitet mit unseren Großkunden. Petja Manjachin aus Novosibirsk ist zu uns gekommen, da war er 16 und hat einen Preis des Redaktionskollegiums bekommen und bekommt weiter Preise. Es sind also ganz, ganz junge Leute. Und die Tatsache, dass die bei uns sind. Natürlich gibt es auch Mitarbeiter über 40 und über 50. Also,
Und alle kommunizieren miteinander und das ist die einzige Möglichkeit, an die ich glaube, damit es funktioniert. Damit es funktioniert, müssen wir zusammengehen und wir müssen einfach arbeiten, wir müssen einfach machen. Und danach, alles danach kommt schon. Ich habe eine kurze Antwort auf die Frage. Das wird mich, werde ich oft gefragt. Das letzte Mal wurde ich gefragt von meinem Chefredakteur, der ist 28. Und der ist auch zu uns gekommen, der war 16 oder 17. 12 Jahre bei euch, das ist ja Sklaverei. Na, aber freiwillig. Nein, wir haben ihn ein Jahr in die Armee gelassen. Und dann ist er zurückgekommen. Bei uns ist wohl besser. Der will ja bei uns bleiben. Und ich sage immer, das Wichtigste ist, nicht zu lügen. Was wir vor 10 Jahren gemacht haben, mit Leuten, die 20 waren und heute 30. Und jetzt, auch jetzt, wir dürfen die 20-Jährigen und niemanden belügen. Und Fact-Checking. Die Leute müssen drin glauben, weil Jugend ist eine fühlende Kultur. Und junge Leute spüren, wenn sie im Stil belogen werden, wenn ältere Onkels, Tanten da sitzen, versuchen, Jugendslang zu schreiben. Mein Gott, das tut so weh. Und jeder junge Mensch versteht das so schnell und verliert so schnell die Achtung. Sobald das einer sieht auf deiner Website, kommt keiner mehr, denn das nehmen sie als Verrat und das darf man wirklich nicht machen. Mal das, oder genau, wir nehmen das. Die Frage nach der Jugend hat mich nochmal drauf gebracht. Als ich Batinka angeschaut habe, war ich überrascht, wie viel Text da drauf ist, wie dicht der Text ist und da habe ich gesehen, dass es viele Artikel gibt in einer Serie über die Ostarbeiter. Ein Thema, was wir seit vielen Jahren mit Memorial gemeinsam bearbeitet haben. Ich könnte mir erstmal kein Thema vorstellen, böse gesagt sozusagen, was weniger hip ist, ja, weniger zugeschnitten auf schnellen Erfolg, zum Beispiel unter Jugendlichen. Hier hat man oft, auch bei uns in der Stiftung, gibt es oft die Kommunikation oder oft einen Streit auch mit den Kommunikationsleuten dazu, dass unsere Texte zu schwer sind, zu lang, zu komplex, dass die Leute wegklicken, ja, also dass sie nicht geeignet sind für das Medium Internet. Und da habe ich sehr gestaunt, als ich Batinka mir angeschaut habe und gedacht habe, lange Texte, komplexe Texte, und auch noch schwere Themen, so wie die Ostri, ja, Ostarbeiter. Wie passt das zusammen? Gibt es eine bestimmte Community, die das schätzt, solche langen, komplexen Texte? Oder funktioniert Internet, Verkauf, Kommunikation anders in Russland doch noch? Jego wurde gefragt, aber ich antworte erstmal, weil wir hatten da ein Partnerprojekt. Das ist genau die Geschichte, die Ostarbeiter. Den Leuten gefällt, was sie machen. Wir fanden das auch interessant. Und die Ostarbeiterartikel, die waren 30.000 Zeichen und Lese. Umfang 92%. Wir passen da genau auf, also wie das gelesen wird. Heute man sollte junge Leute, die Leser überhaupt, nicht für dumm halten. Wenn was gut geschrieben ist, dann wird es gelesen. Und die Ostarbeiter-Sachen haben Leute gemacht, die in das Thema verliebt waren. Das Thema ist interessant und wichtig für sie. Und das drückt sich dann in der Qualität aus und die Leser wollen das und lesen das. Danke für diese wunderbare Frage. Ich bin froh, dass Sie dieses Ostarbeiterprojekt erwähnt haben. Es wurde auch zusammen mit Memorial gemacht und die Geschichte war, Semyon Schischenin, der das Projekt gemacht hat bei Memorial, der ist Chefredakteur im Samizdat geworden und wir wollten das entsprechend machen.
und für unser Radio aufbereiten. Und ja, wir haben große Texte, lange Texte und wir veröffentlichen immer ein, zwei Geschichten am Tag. Wir haben keine Texte, die kürzer als 15.000, 20.000 Zeichen sind. Im Sommer hatten wir ein großes Projekt über so eine Anti-Utopie, Russland in 2068, 64.000 Zeichen. Und Leute haben 22 Minuten im Durchschnitt gelesen. Solche Zahlen gibt es normalerweise nicht. Die Leute sind 50 Sekunden eine Minute unterwegs und bei uns im Schnitt 3 Minuten und eine sehr hohe Lesequote. Wir bekommen im Prinzip laufend Preise dafür, dass wir eben zu Ende gelesen werden und die Themen, die wir beleuchten, die sind nicht von der Stange. Und ich würde sagen, das funktioniert ganz einfach aus dem Grund, weil wir haben super Leute, die super Texte schreiben, die super Bilder dazu machen. Alles ist mit Liebe gemacht, mit Verstand. Und die Texte sind wirklich gut und das zahlt sich aus. Es gibt natürlich auch eine Rückseite, diese Medaille. Batinka wird niemals 10 Millionen Klicks im Monat haben. Das ist eine ganz besondere Menschengruppe, die jeden Tag, nachdem sie Nachrichten gelesen haben, zu uns kommen, um irgendeine große, gut ausformulierte Geschichte finden. Und das sind unterschiedliche Altersgruppen. Und das ist alles. Keine Fragen mehr. Dann muss ich sagen, ich hoffe, es ging Ihnen auch so. Wir haben eine ganze Menge auch ganz letztendlich ermutigende Beispiele, was man alles machen kann, trotz allem, und was letztendlich, das ist ja auch das Überraschende an Russland, im Grunde genommen ein Land, in dem öffentliche Politik fast gar nicht stattfindet, aber umgekehrt eigentlich fast alles, was sie öffentlich machen, politische Qualität hat, was in Russland möglich ist. Ich danke unseren Gästen heute Abend, ich danke den Dolmetschern für das Übersetzen, insbesondere von Batika und Davy Transformer. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Wir haben in der ersten Runde gelernt, dass man durchaus auch mit Humor darauf reagieren kann. Es kann auch mal schwarzer oder gar Galgenhumor sein. Ich habe mich gerade heute Abend daran erinnert, dass Grigori Jawlinski mal vor langer Zeit gesagt hat, es gibt in Russland kein Problem mit der Freiheit des Wortes. Es gibt nur ein Problem mit der Freiheit nach dem Wort. Danke, dass Sie gekommen sind und auf Wiedersehen.